Ja, düstere Wolken oder zumindest Wolken am Himmel hat man jetzt auch an den Märkten in dieser Woche gesehen. Italien hat dafür gesorgt. Und ja, das Wetter ist inzwischen auch in jeder Hinsicht ein bisschen besser wieder geworden. Damit herzlich willkommen zu unserer Wochenzusammenfassung, die Woche. Ja, Italien hat die Märkte tatsächlich in Atem gehalten. Probleme bei der Regierungsbildung, sehr unterschiedliche Marktreaktionen. Also Italien war so das große Thema in dieser Woche, Johanna, oder? Definitiv. Italien war das Thema und man darf auch nicht vergessen, das Thema Regierungsbildung insgesamt scheint im Jahr 2018 ein heikles zu sein. In Italien hat man sich dann aber doch geeinigt und zwar so, wie man es sich das eigentlich am Anfang vorgestellt hatte. Das heißt, die Parteien Lega und Fünf Sterne gehen jetzt doch eine Koalition ein. Das war erstmal nicht gewünscht oder man hat sich nicht einigen können. Und jetzt am letzten Handelstag in dieser Woche bzw. gestern Abend hat man dann gesagt, ja doch, das können wir uns durchaus vorstellen. Und was wir gerade so aus Angst vor einer wieder aufflammenden Euro-Krise gesehen hatten in dieser Woche, nämlich dass der DAX rapide nach unten durchgebrochen ist, das ist jetzt heute wieder ein bisschen zur Seite geschoben. Man schaut eher dann noch auf andere Märkte. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, auch wir haben noch den Handelskrieg oder den Handelskonfliktkrieg, möchte man dazu ja nicht sagen, zwischen den USA und Europa. Aber heute legt der DAX auf jeden Fall wieder zu. Das reicht nicht, um dieses ganze Minus wieder gut zu machen. Aber trotzdem sind wir aktuell deutlich im Plus und kratzen auch so vorsichtig an der Marke von 12.800 Punkten. Ja, aber du hast gerade schon gesagt, es war ja, also Italien war so der Auslöser, aber man hatte Angst bekommen vor einem Aufflackern, vor einer Neuauflage quasi der Euro-Krise. Das hat man daran gemerkt, dass die Renditen bei den Anleihen nicht nur in Italien, sondern auch in Portugal und in Spanien deutlich angezogen haben. Also daran hat man es gemerkt und am Euro. Der ist gefallen wie ein Stein zum Teil in dieser Woche. Der Euro ist gefallen, zwischenzeitlich sogar unter die Marke von $1.15. Und hey, es ist noch nicht viele Wochen her, da waren wir noch über $1.24 unterwegs. Aber klar, sobald natürlich die Angst aufkommt, sollte Italien sich verabschieden aus der Eurozone, bröckelt dann möglicherweise die Gemeinschaftswährung. Die Experten sagen, naja, selbst wenn Italien sich gegen die EU entscheidet, heißt das nicht, dass der Euro auf einmal platzt, kaputt ist oder sonst was. Aber das Vertrauen ist natürlich dann angeknackst. Mittlerweile notiert der Euro aber wieder über der Marke von $1.17 und auch was du ansprachst, die Renditen, die sind ja ordentlich gestiegen und immer wenn die Renditen steigen, heißt das Risiko, hallo, wir sehen, dass es ordentlich nach oben geht, alleine bei den 10 oder bei den Renditen der 10-jährigen italienischen Anleihen, die sind über 3% gestiegen, das gab es das letzte Mal im Jahr 2014, also diese Woche wurde nochmal alles durcheinander geschmissen hier. Ja, alles in Spanien auch nochmal so ein bisschen diese entsprechende Anspannung, also es war so eine bunte Mischung, Italien hat da quasi so ein bisschen den Anfang gemacht, aber du hast gerade das Thema Vertrauen angesprochen, war das dann auch der Grund, dass Bankaktien ganz schön unter die Räder gekommen sind, als das Thema Italien so hochkochte? Definitiv. Man darf nicht vergessen, dass natürlich die Banken europaweit unter Druck gekommen sind. Aber gerade bei uns, die beiden Großbanken, die Deutsche und die Commerzbank, gehören zu den größten Geldgebern Italiens. Und da hat man natürlich Angst. Stichwort Vertrauen bei der Deutschen Bank. Das wurde auch das ein oder andere Mal schon enttäuscht. Da hat man natürlich Angst, dass eben hier die Deutsche Bank noch mehr gebeutelt wird. Und die ganz wichtige Marke von 10 Euro wurde auch schon mal unterschritten in dieser Woche. Dementsprechend ging es nach unten und dann gab es noch Analystenkommentare. Und wenn die Analysten den Daumen senken, ja, was soll man dann noch machen? Kaufen wohl nicht. Man sieht es aber hinter uns schon so ein bisschen einfach an der farblichen Stimmung, Wetterlage hier. Wir haben zwar noch ein paar düstere Wolken, vorhin hatten wir einen Wolkenbruch, aber es hält sich doch wieder ein bisschen auf. Und du hast ja eingangs schon gesagt, das ist auch beim DAX mittlerweile wieder der Fall. Also so dieser Italien-Schock scheint schon ein bisschen wieder verarbeitet zu sein. Jetzt gibt es ja die schöne Börsenweisheit, sell in May and go away. Bis vor kurzem hätte man gedacht, na, in diesem Mai vielleicht nicht unbedingt. Wie ist jetzt letztlich auch durch dieses Italien-Toba, wo dann quasi die Bilanz, die Monatsbilanz für den DAX ausgefallen? Hätte man sich jetzt nicht noch geeinigt auf eine Koalition, hätte die Monatsbilanz wirklich düster ausfallen können. Aber hey, hätte Fahrradkette, was unterm Strich steht, zählt letztendlich. Und das ist, dass der DAX nur 7 Punkte im Mai unter dem Monat vom April gelegen hat. Das heißt, wir haben am letzten Tag im Mai nur 7 Pünktchen unter dem letzten Kurs vom April gelegen. Und das ist eigentlich, als wäre gar nichts gewesen. Also im Mai hätten wir es quasi sparen können. Ja, aber du hast den Handelskonflikt gerade schon angesprochen. Also es gibt außer Italien natürlich trotzdem noch ein paar Themen, aber dafür gehen wir jetzt tatsächlich mal wieder rein. Weil hey, wer weiß, wann es hier wieder anfängt zu regnen. Ja, ist ja fast ein bisschen unfair. An der Wall Street wurde am Montag nicht gehandelt, da war Feiertag. Großer Hingucker natürlich aus den USA, für die USA, aber auch für alle anderen Märkte. Die US-Jobdaten, die gab es ja heute Nachmittag erst. Wie sind die ausgefallen? Gut,
gut sind die ausgefallen. Das hat auch beim DAX nochmal für so einen kleinen Push nach oben gesorgt, denn sowohl die Gehälter und die Löhne sind im Mai mehr gestiegen, als aber auch die neu geschaffenen Stellen sind deutlich größer ausgefallen oder mehr ausgefallen, als man sich das zunächst gedacht hatte. Aber in den USA, du hast schon gesagt, ja, das war unfair, die hatten ein langes Wochenende. Die hatten, glaube ich, aber auch nicht so viele Feiertage wie wir im Mai. Auf jeden Fall am Montag, Memorial Day, war ich hier gewesen. Dementsprechend hatten die den Tag noch frei und konnten dann erst am Dienstag reagieren auf dieses Tohuwabohu, was die politischen Börsen angeht. Und am Dienstag ging es dann auch direkt erstmal ein ganzes Stück nach unten für den Dow Jones. Mittlerweile sieht es nicht mehr ganz so dramatisch aus. Jetzt musste ich gerade mal rüberschauen, weil da drüben die Händler sich so amüsieren. Es geht einfach wieder aufwärts an der Börse. Ne? Kaum ist der DAX mal wieder ein bisschen im grünen Bereich unterwegs, ist hier schon fast Partystimmung. Fast natürlich ist auch Freitagsstimmung. Aber der Freitag ist gar nicht so lustig, weil eine wichtige Frist ist an diesem heutigen Freitag ja abgelaufen. Ja, du hast gerade ja schon angesprochen, also politisches Tohuwabohu, aber da haben wir auch noch ein ganz anderes, eben Handelskonflikt, das schwelt ja schon die ganze Zeit. Die Frist ist ja nur abgelaufen, also das heißt, die Schonfrist ist vorbei für Alu und Stahl und Stahlprodukte. Und für die Autobauer wurden ja auch noch sogar Zölle immerhin angedroht. Also wie hat der Markt auf all das jetzt reagiert? Die Autobauer sind noch nicht gebeutelt, aber man muss auch dazu sagen, die Hoffnung war auch da, dass auch bei Stahl und Aluminium, wenn die Frist hier nochmal verlängert wird für Europa, Kanada ist auch dabei, dass man sich eben nochmal an einen Tisch setzt und sagt, ach, wir werden uns schon einig. Nein, Trump hat die Frist verstreichen lassen und dementsprechend ist dann ab heute, ab dem 1. Juni, sind dann Strafzölle angesagt. Das heißt, auf Stahl 25%, auf Aluminium 10%. Trump hat ja gedroht, dass er auch nochmal die Importe für die Automobile sich anschaut, auch in Höhe von 25%. Da ist erstmal nichts passiert. ThyssenKrupp beispielsweise ist heute im Plus, aber man darf auch nicht vergessen, ThyssenKrupp hat die ganze letzte Zeit dann auch erstmal abgegeben und jetzt ist sozusagen das ganze eingepreist. Genau. Eingepreist, immer sehr beliebt an der Börse. Ja, es ist ja ganz spannend. Wir haben vorhin schon über die Deutsche Bank gesprochen. Es war zwar ein Einzelwert, wo man die Woche hingeguckt hat, einfach weil diese psychologisch interessante Marke gerissen wurde. Ansonsten, Berichtssaison ist vorbei. Insofern gibt es noch spannende Einzelwerte, auf die man in der Woche gucken konnte. Und warum? Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ich hatte es gehofft. Für die Zuschauer. Und das ist ein Wert, über den wir uns auch schon häufiger unterhalten hatten. Es ist nämlich Bayer. Bayer hat nämlich das Go bekommen in dieser Woche von der US-Justizbehörde für den milliardenschweren Deal von Monsanto, für die Monsanto-Übernahme. Es hat zwar Auflagen gegeben, dass man sagt, naja, Bayer muss trotzdem Unternehmensanteile in Höhe von 9 Milliarden Dollar, muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, veräußern und dann darf man den Deal tatsächlich durchführen. Und gerade was diese US-Justizbehörde angeht, da hat man lange immer drum rumgekrebst, gehofft und gebangt. Auf jeden Fall ist man hier jetzt schon mal einen Meilenschritt weitergekommen. Also immerhin ein Einzelwert in dieser Woche, wo man noch hingucken konnte. Ansonsten bei uns nicht verkürzt. Manche Leute hatten zwar Feiertag, waren nicht gleich irritiert, aber an der Börse wurde bei uns auf jeden Fall am Donnerstag gehandelt. Und jetzt müssen wir ganz stark sein, denn der Mai ist ja jetzt rum. Das heißt, auch das Groß an Feiertagen ist jetzt rum. Jetzt kommen die Wochen wieder, wo wir durcharbeiten müssen. Ja, aber Sonne. Aber wir gucken jetzt erstmal auf die Termine für die kommende Woche. Genau. Ja, Johanna, du hast schon angesprochen, was in der nächsten Woche nicht auf dem Plan steht. Feiertage. Schade. Wobei, ganz ehrlich, für gewisse Apple-Jünger ist es quasi fast genauso gut. Die Apple-Entwicklerkonferenz. Das ist natürlich was, wo man auf jeden Fall hinguckt. Die startet, aber die geht dann noch länger. Und da werde ich mir dann natürlich auch einen hochqualifizierten Gesprächsgast dazu einladen. Weil es ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Einfach, was hat Apple? Was ist da Neuerungen zu erwarten? Etc. Also das ist was, was den Markt zumindest in dem Bereich, im Tech-Bereich, mit umtreiben wird. Auf was guckst du jetzt besonders am Montag und am Dienstag? Na, bleibt nicht so viel übrig, wenn du Apple ich habe ein Thema weggenommen. Eins. Ja, das Spannende, ne? Was passiert bei Apple? Einkaufsmanager-Indizes, jede Menge davon. Ja, die schaue ich mir natürlich auch an, während du dich dann, ich habe schon so eine leise Ahnung, wer dein Apple-Experte ist. Ich bin gespannt dann am Montag, ob es auch der Christoph Schmidt ist. Es könnte Christoph Schmidt sein. Auf jeden Fall schauen wir uns aber auch den Auftragseingang für die Industrie im April an. PKW-Neuzulassung, geht hier noch was oder nicht? Das wird natürlich spannend. Wird Donald Trump möglicherweise doch noch eben Strafzölle in Höhe oder Importzölle in Höhe von 25% auf Automobile erheben? Dann könnte das natürlich auch heftige Einbußen haben. Für den Mai noch nicht. Da sind wir jetzt erst noch mal sauber durchgekommen. Und am Dienstag haben wir dann auch noch einige Daten, beispielsweise die PMI-Daten sowohl aus den USA, der Eurozone und Deutschland. Und was haben wir hier am Dienstag noch? Was hast du noch ausgesucht? Die deutsche Börse überprüft. Die Aktienindizes mal wieder. Aber guck, ich habe dir ganz viel übrig gelassen. Aber wir gucken und ich wechsle dich sozusagen.
nochmal mit den Aktienindizes. Ja, wobei das sowieso gerade sehr spannend ist, weil es wird zwar dann erst im September gültig, aber das kam jetzt in der letzten Zeit eben raus, dass man erweitert die Indizes auch so ein bisschen. Also diese klassische Trennung von klassisch und Tech-Werten wird aufgehoben. Also man kann dann im MDAX und im Tech-DAX vertreten sein. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal ganz interessant, aber das wird dann erst im September gültig. Und da fragen wir Ihnen natürlich auch noch, ob Sie möglicherweise auch mit einem Unternehmen auf zwei Hochzeiten tanzen können. Du hast jetzt noch den Rest der Woche mit reingezogen. Das hast du gar nicht gemerkt, ne? Doch, habe ich wohl, als würde ich das nicht merken, als würden die charmanten Kollegen hier hinterrücks agieren können. Am Mittwoch geht es erstmal weiter mit der Handelsbilanz und auch noch der US-Produktivität fürs erste Quartal. Erste Quartal denkt man, ja, haben wir jetzt durch, aber muss ja auch alles bestätigt werden, also die endgültigen Zahlen dann. Endgültig auch das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone. Gut, werden vielleicht nicht so viele Überraschungen noch dabei sein, aber immerhin, das sind dann die wirklichen endgültigen Zahlen dafür. Auftragseingang der Industrie für April für Deutschland. Ja, was haben wir am Freitag? Handelsbilanz haben wir am Freitag für den April. Für Deutschland und für China. Und was haben wir noch am Freitag? Endgültig Wochenende. Und die Woche. Die Woche. Keine Frage. Nur weil du nächste Woche nicht mit dabei bist. Ne? Schon ist aus dem Gedächtnis raus. Schönes Wochenende trotzdem. Wünsche ich Ihnen natürlich auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.